Willkommen bei einer neuen Folge von Tom's Talk Mystery. Heute geht es mal um eine persönliche Einschätzung von mir zu einer bekannten Fernsehserie aus den Vereinigten Staaten, und zwar zu Paranormal Lockdown oder besser bekannt hier bei uns unter 72 Stunden im Geisterhaus. Nachdem ich am 8.10.2016 bereits schon einmal über diese Serie auf unserem Blog geschrieben habe, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, da ging es um die Ankündigung der ersten Staffel beim Sender TLC, kommt hier nun mein Fazit, nachdem ich mir so einige Folgen angeschaut habe und mich auch Dritte immer mal wieder nach meiner Meinung und Einschätzung gefragt haben. Am Schluss meines Beitrages vom 8.10.2016 schrieb ich als vorläufiges Fazit: Allein schon dieser Hinweis mit Hilfe von paranormaler Spitzentechnologie in der Beschreibung der Sendung lässt für mich nur den Schluss zu, dass es hier um reines Popcorn-Kino handelt und man die Sendung nicht so sehr als authentisch und realistisch ansehen sollte. Reines Kalkül der US-Produzenten, um hohe Zuschauerzahlen zu bekommen, und man spielt mit der Unwissenheit der Interessierten. Für eine Abendunterhaltung mag es ja in Ordnung sein, aber allzu ernst sollte man es nicht nehmen. Großartig geändert hat sich dieses Fazit nach dem Sichten mehrerer Folgen aus beiden bisher erschienenen Staffeln nicht, sondern eher noch bekräftigt. Interessant sind definitiv die Locations, die die beiden dann nebst Kamerateam oder nur einem Kameramann aufsuchen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass aufgrund der bestehenden Geschichten und berichteten Erlebnisse Dritter bei der einen oder anderen Location wirklich etwas los ist. Auch das Projekt, dass man sich 72 Stunden an einem Ort aufhält und auch dort nächtigt, finde ich extrem interessant und spannend. Unser Team Ghost Hunter Enerwoop und RLP hat beispielsweise letztes Jahr, also 2016, die Möglichkeit erhalten, mehrere Tage und Nächte in einer Location in Mecklenburg-Vorpommern zu verbringen und zu nächtigen, um dort eine Langzeituntersuchung vorzunehmen. Der Bericht folgt noch in den nächsten Monaten. Was mir als objektiv, realistisch und rational denkender Geisterjäger, der sich für die gesamte Thematik nicht erst seit einigen Jahren interessiert, nicht gefällt, und da setzt auch meine Kritik an. Im Übrigen würde ich diese auch genauso von mir geben, wenn ich nicht das Ghost Hunting betreiben würde. Doppelpunkt. Zeitweise regelgerechte Werbeplattformen für dubiose, kostspielige Gerätschaften, zum Beispiel Wonderbox, Apps mit Datenbanken und so weiter. Da werden dann die Erbauer mit ihren Geräten auch als Gastermittler mal mit eingebunden, zum Beispiel Steve Huff. Aktuell bietet er zum Beispiel die Wonderbox bei eBay an. Auktion liegt derzeit bei 4.000 US-Dollar. Da wundert man sich dann überhaupt nichts mehr. Gerne greifen die beiden auch auf die App The Portal zurück, die Sätze, Wörter aus Datenbanken auswirft und die man unter anderem an die Wonderbox anschließen muss. Denn zum Beispiel diese Wonderbox verfügt über keine eigene Datenquelle. Diese App, The Portal, hat unser Team auch schon mal eingesetzt und wir sind dabei zu einem niederschmetternden Ergebnis für diese App gekommen. Ich selber habe sie für meinen Tom's Talk Mystery Channel auch nochmal separat getestet. Gleiches Fazit, das Video findet ihr auch hier in meinem Channel. Was ich überaus befremdlich in einer Folge fand, dass Katrina die laufende App in die Kamera hielt und sagte, dass man nun hören kann, wie sich da gerade Geister unterhalten. Okay, es kamen Sätze heraus, aber aus einer Datenbank. Mit Geisterstimmen hat dies definitiv nichts zu tun. Auch die folgende sinngemäße Aussage wirft berechtigte Zweifel auf. Anführungsstriche. Man kann davon ausgehen, dass es ein Geist ist, der da antwortet, weil die Antwort dann klar und verständlich ist. Anführungsstriche. Keiner weiß, wie diese Apps mit den Datenbanken programmiert sind, und wer kann behaupten, dass sie nicht so programmiert sind, dass auch klare, verständliche Aussagen kommen. Teilweise klingen die Aussagen auch wie rückwärts gesprochen. Solange es diese berechtigten Zweifel gibt, ist die Aussage, stammt von einem Geist, nur eine Mutmaßung, und Mutmaßungen sind bekanntlich keine Beweise. Und in diesem Fall kein Beweis für eine Geisterbotschaft. Das Problem bei solchen Gerätschaften ist, dass wir eine enorm hohe Erwartungshaltung daran setzen, um dann eine klare Aussage zu hören, weil eben aufgrund der Schilderung da ein Geist sein muss und man will sein Vorhandensein beweisen. Dabei kann es nicht selten zu einer akustischen Täuschung kommen, ähnlich wie die Pareidolie bei Bildern, wo unser Gehirn nach bekannten Mustern sucht und dann in einem Gebüsch Gollum findet. Man kann es auch als Eigensuggestion betiteln, und ich finde, dass man da dann schon bezüglich des Einsatzes eines solchen Gerätes bzw. App sehr kritisch mit dem Ergebnis umgehen sollte.
Nächster Punkt. Haufenweise Hinweise zu Dämonen. Scheinbar ist die ganze USA nicht erst seit Trump mit Dämonen verseucht. Beispielsweise sollen modrige Gerüche ein Hinweis auf die Anwesenheit eines Dämons sein. Dies wurde in einem Keller eines sehr sanierungs- und baufälligen Hauses geäußert. Dort kam es auch bei den Protagonisten zu Luftnot und Hustenanfällen. Auch der Grund dafür, es als möglicherweise Paranormales zu deuten. Wenn man bedenkt, wie es um dieses Haus stand, sollte man eher davon mal ausgehen bzw. überlegen, ob sich nicht eine hohe Schimmelsporenkonzentration in der Luft befand oder gar sehr, sehr viel Staub umherwabberte. In einer anderen Sendung wurde über Nacht das Diktiergerät laufen gelassen, um zu prüfen, ob da vielleicht etwas Geisterhaftes aufgenommen werden könnte. Wenn man nachts über während des Schlafens ein Diktiergerät laufen lässt und man später bei der Auswertung etwas Ungewöhnliches aufgenommen hat, könnte es aber sein, dass das Geräusch Gebrabbel von dem schlafenden Protagonisten stammte. Aber nein, es wurde in den Bereich des Paranormalen gerückt. Bei einer weiteren Sendung wurde zu unterschiedlichen Zeiten ein Stöhnen wahrgenommen. Das Hochhaus war leerstehend und es befand sich in einem sanierungswürdigen Zustand. Dieses Stöhnen kann aber auch über Abwasserrohre entstanden sein oder eventuell auch über möglicherweise vorhandene Luftschächte, wo vielleicht auch Getier umherhuschte. Ich könnte noch so einiges mehr ausführen, aber es sollte erst einmal reichen, um klarzumachen, dass ich diese Sendung als eine reine Unterhaltungssendung einstufe, wo man oftmals nur sehr oberflächlich agiert und weniger kritisch mit den Ergebnissen umgeht. Mir persönlich würde es gefallen, wenn man auch rationale Betrachtungsweisen mit einbaut. Anschauen kann man sie sich sicherlich schon allein wegen der Locations, aber man sollte schon kritisch und objektiv dabei bleiben. Sicherlich gibt es auch das ein oder andere während der dortigen Untersuchung, was schon interessant war, aber nicht basierend auf den dubiosen Gerätschaften. Effekthascherei und Fördern von falschen Vorstellungen, zum Beispiel Dämonen, scheinen sich als eine lukrative TV-Format-Masche entwickelt zu haben. Und von Ghost Hunter Spitzentechnologie kann man sicherlich nicht sprechen. Aber wer weiß, vielleicht tauchen in einer der nächsten Staffeln oder anderen TV-Formaten ja doch dann mal die ominösen Geisterstaubsauger auf. In diesem Sinne, einen schönen Tag oder schönen Abend, gute Nacht, euer Tom.